Optisch hatte ich beim Golf 8 natürlich nicht viel getan. Wie man sieht, man erkennt trotzdem, dass es sich um einen Golf handelt. Das Fahrzeug ist frischer geworden, sieht moderner aus. Vorne sehen wir auch schon gleich die neuen serienmäßigen LED-Scheinwerfer, die es bei der Airline oder auch als GTE-Variante mit einem durchgezogenen LED-Band gibt. Wir haben hinten auch LED-Rückleuchten, die mit dem Design wirklich gut zusammenpassen. Von der Seite sehen wir, das Dach geht hinten ein bisschen weiter runter und macht insgesamt eine etwas sportlichere Linie. Die größte Änderung ist im Innenraum passiert. Dort haben wir serienmäßig einen digitalen Tacho, was den Golf 8 zu dem ersten seiner Klasse macht. Serienmäßig haben wir außerdem noch einen 8,25 Zoll großen Touchscreen-Display für das Entertainment-Display. Eine ambiente Beleuchtung haben wir auch mit an Bord, die sich auch durch das Entertainment und auch durch den digitalen Tacho durchzieht. Den Golf 8 gibt es mit einer neuen Sprachsteuerung. Hallo Volkswagen. Wie kann ich helfen? Es zieht. Ja, die Gebläsestärke wird verringert. Außerdem ist der Golf 8 Always Connected. Wie schon der neue Passat hat der Golf 8 eine integrierte eSIM mit einer Konnektivität. Er ist immer online, kommuniziert auch mit anderen Golfs über die K2X-Funktion. Die Golf 8s können untereinander kommunizieren, um eben Verkehrsdaten oder sonstige Zwischenmeldungen auszutauschen. Wir haben die Möglichkeit für ein Re-Upgrade. Bedeutet, wir können, nachdem wir das Fahrzeug gekauft haben, in einem App-Store sozusagen Funktionen nachkaufen, wie eine Abstandsregelfunktion oder den Light Assist. Was auch cool ist, es gibt die Möglichkeit für einen Mobile Key. Bedeutet, wir können unser Handy als Schlüssel benutzen, um das Fahrzeug aufzusperren und zu starten. Und was jetzt auch neu beim Automatikgetriebe DSG ist, wir haben eine Shift by Wire. VW hat den klassischen Wahlhebel durch einen Joystick ersetzt, wo man eben in der Mittelkonsole ganz einfach den Gang wechseln kann, mehr Platz im Innenraum und weniger große Bedienelemente schafft. Mein persönliches Highlight war der Golf 8 GTE. Den gibt es als 1,4 Liter Benziner mit einem 13 Kilowattstunden großen Akku und einer Gesamtleistung von entweder 204 oder in der Performance-Variante von 245 PS. Der schafft dann eine Reichweite von ca. 60 Kilometern rein elektrisch. Optisch finde ich ihn auch wirklich sehr, sehr schick. Stoßstange, Heckstoßstange, Innenraum, Lenkrad ist wirklich alles top in der Airline eben. Es gibt auch jetzt auch neu einen Mild Hybrid. Der GTE ist ja ein Plug-in-Hybrid, bedeutet, wir können ein Kabel anschließen, um den Akku zu laden. Es gibt jetzt auch neu einen Benziner mit Mild Hybrid, der eben den Akku während der Fahrt lädt und eben auch durch die Bremsvorgänge den Akku lädt und der unterstützt den Motor eben für eine effizientere Fahrweise. Der nennt sich eben jetzt ETSI, also falls ihr in den Videos oder mal in echt einen ETSI seht, das ist eben so ein sogenannter Mild Hybrid. Dort können wir kein Ladekabel anstecken, da das Fahrzeug den Akku selbst auflädt. Die ersten Fahrzeuge sollen Ende Dezember ausgeliefert werden, also sollten wir nächstes Jahr ganz, ganz viele Golf 8 auf der Straße sehen. Ich finde ihn vom Design wirklich sehr, sehr gelungen, vor allem den Golf GTE. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare eure Meinung, welche Variante euch am besten gefällt, beziehungsweise wie euch der Golf 8 generell so gefällt. Ich finde ihn wirklich gelungen, sieht frisch aus. Ich finde auch wirklich geil, dass wir eine sehr, sehr gute Serienausstattung haben mit Digitaltacho, LED-Scheinwerfern und einem recht guten Entertainment-System. Der Preis soll bei knapp unter 20.000 beginnen. Offiziell ist da noch nichts bekannt, müssen wir gucken, was da in Zukunft rauskommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, das war's mit dem Video. Danke an VW für die Einladung, danke an euch fürs Zuschauen, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!